Pfarrkirche des Orts wurde im 18. Jahrhundert renoviert. Sie wurde im Barockstil des Salentos verziert. Das Gebäude entsteht auf einem älteren Wallfahrtsort, wo man architektonische Reste aus dem 13. und 16. Jahrhundert bemerken kann. Im Inneren stechen Ornamente aus Marmor hervor, die die Umgebung prächtiger machen und die seitlichen Altäre aufwerten. Am Eingang steht das aus dem Jahr 1585 stammende Taufbecken aus Stein, das eines des ältesten des Gebiets des unteren Salentos ist. Der Altar des heiligen Alexander Sauli ist mit den feudalen Ereignissen des alten Adelshauses Serafini Sauli verbunden. Er war Vorfahre des Barons von Tigiano und Auftraggeber der Kapelle Ipazio Serafini Sauli. Das Gemälde ist von besonderem künstlerischen Wert. Es wurde vom Maler Saverio Lillo 1780 gemalt und bildet den heiligen Alexander bei der Segnung der Gläubigen ab. Die Kirche beherbergt außerdem das aus dem Jahr 1580 stammende alte Bild der Madonna von Konstantinopel. Es gehört zum Besitz der Adelsfamilie Arcella. Die Ikonografie ruft die grausamen türkischen Angriffe ins Gedächtnis, die jahrhundertelang die südlichen Küsten überfielen. Unter den zahlreichen Verzierungen stechen die des hölzernen Chors hervor. Das Chorgestühl wurde mit Temperafarben bemalt und stammt aus den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts. Die Kirche ist dem heiligen byzantinischen Hypatius, Bischof von Gangra und Schutzpatron von Tigiano, gewidmet. Die Kirchengemeinde feiert ihn am 19. Januar. Anlässlich des traditionellen Feiertages von Tigiano verziert man normalerweise die sogenannten Pastinache de Sant'Ubati, die Pastinaken des heiligen Ipazius, eine besondere Art von Möhren des Gebietes von Tigiano.